Risen ist das Spiel, in dessen Hauptmenü ein Typ eine komische Augenklappe trägt. Was es mit der auf sich hat, erfahren wir später noch. Außerdem ist Risen der geistige Nachfolger zur Gothic-Serie und wer schon länger auf diesem Kanal ist, weiß, ich liebe die Gothic-Serie. Und mit Risen 1 sieht es ganz ähnlich aus, wenn nicht sogar genauso. Ich liebe dieses Spiel einfach und ich freue mich auf mein kommendes, jetzt gerade kommendes, Let's Play dazu. Ich würde sagen, bevor wir 100 Jahre in diesem Ladebildschirm verschwenden, ein Satz, den ich bei meinen Begrüßungen immer bringen muss, er steht da so, gehen wir mal in ein neues Spiel. Ja, ich bin mir sicher. Mit einem Schlösser öffnen Zauberspruch kannst du Schlösser öffnen. Hey, Überraschung. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. So, da sind wir auch schon. Hallo Held, wie geht's dir? Wo zum Gürger bin ich hier? Wo zum Gürger bin ich? Ja, Gürger sind so eine Art Ersatzgeier in dieser Welt. Irgendwie höre ich ihn kaum. Es ist jetzt voll cool, voll professionell, wie ich hier noch von Hand die Soundeffekte runterdrehen muss. Was ist denn Hintergrund? Mach das mal ein bisschen runter. Ist bestimmt jetzt besser. So, hallo Angeschwemmter. Du siehst sehr angeschwemmt aus. Goldmünzen für den Goldbeutel. Ein stabiler Ast für den Bau meines ersten Hauses hier am Wasser. Und da liegt doch jemand. Sie atmet noch. Hallo Sarah. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Hab ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Ja, so viel zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Oh, es ist gefährlich. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ich warte so lange, weil warten so schwierig ist. Okay, Ende. Auf zur Waffenbesorgung. Wir haben jetzt schon einen stabilen Ast gefunden, aber es gibt ja noch eine bessere Waffe. Das weiß ich, denn ich bin natürlich voll der Überpro in diesem Spiel, der kennt mich. Ja, und jetzt geht es erstmal darum, eine ganze Menge Sachen aufzuheben. Generell ist das hier ein Piranha-Bytes-Spiel und demnach haben wir ein unendliches Inventar und es geht primär darum, unendlich Sachen aufzuheben. Denn dieses unendliche Inventar müssen wir auch irgendwie vollbekommen. Hallo Ertrunkener. Vielen Dank für dein Jagdmesser. Ich glaube, das Jagdmesser ist eine tolle Waffe. Zumindest besser als der stabile Ast. Ich habe keine Ahnung, wie schnell der Typ, dessen Schädel hier am Strand liegt, verrottet sein muss.
wenn er bei unserem Schiffsunglück ums Leben kam. Ich glaube ja fast, er lag schon dort. Also kein Grund, um ihn zu trauern. So, es gibt Quicksaves. Und dafür bin ich dem Spiel sehr dankbar. Das heißt, ihr werdet den Ladebildschirm viel, viel seltener sehen als in meinem Gothic 2 Let's Play noch. Das ja im Prinzip das Let's Play zum Ladebildschirm war. Goldmünzen, danke. Ja, 10 Millionen Knüppel, die kann ich alle bei den Händlern verkaufen, denn Händler in Rollenspielen sind ja generell aus irgendeinem Grund sehr interessiert an Müll, den kein Mensch sinnvoll benutzen kann. Muscheln zum Beispiel. Wobei, wir können diese Muscheln öffnen. Vielleicht haben wir Glück und es ist was Cooles drin. Nichts zu holen. Eine Perle! Yay! Wir sind reich! Wir können uns umso schneller unseren Traum mit dem Strandhaus verwirklichen. Da gehen wir mal nicht näher rein in dieses Wasser. Ich werde aber nachher noch präsentieren, was dann mit uns passiert. Ach ja, übrigens, Einstellungen, Spieloptionen, Schwierigkeitsgrad. Wir spielen auf schwer, denn ich bin voller Überpro. Ich kann dieses Spiel ein bisschen. Tschüss! Auf Wiedersehen. Risen hat dieses unglaublich coole Kampfsystem. Noch etwas, was es mit Gothic 2 gemeinsam hat. Dazu aber später noch mehr. Genauso wie Risen an sich eine Menge mit Gothic 2 gemeinsam hat, inklusive dem Charakterlevel-System und den Fraktionen. Es wird auch in diesem LP wieder eine Fraktion geben, der man sich anschließen muss, und einen Vote, welcher ich mich anschließe. Aber das natürlich erst später. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt schon ankündige. Ich will euch natürlich heiß machen, ja? Ich will euch heiß machen auf dieses neue, geniale Let's Play zu diesem Spiel, bei dem die Bäume automatisch verschwinden, wenn man in ihnen steht. Das ist gut. Das ist besser gelöst als in Gothic 2. Ein Lob an die Entwickler. Ja, ich glaube, wir haben an diesem Strand alles Coole. Es gibt da noch eine Höhle, aber die ist irgendwie ein bisschen weiter hier rein. Genau. Heilwurzeln. Yay, ganz viele Blumen. Leider keine Dunkelpilze mehr. Ich höre es schon aus den Zuschauerrängen. Oh, keine Dunkelpilze. Keine 10 Folgen, in denen Marco Dunkelpilze sammelt. gut, hier ist nichts. Ich liebe diese Atmosphäre und den Soundtrack im Hintergrund. Er ist einfach großartig. Mal wieder ein Soundtrack von Kai Rosenkranz, derselbe Komponist, der sich auch für die Gothic-Serie verantwortlich zeichnet. Verantwortlich zeichnen wäre natürlich eine Redewendung, die cool wäre, wenn wir über den Maler reden würden. Ah, übrigens, ich habe doch diesen kleinen Schild aufgesammelt. Irgendwie ist es ja dämlich, ihn dann nicht zu benutzen. Hallo Gnom! Tschüss Gnom! So, das wird jetzt ein bisschen anders als erwartet. Ich werde nicht in der ersten Folge sterben. Das wäre ja dann nicht so pro. Und ich wollte ja jetzt gerade zeigen, wie pro ich bin. So, jetzt habe ich zwei Gegner, die gerade noch so leben. Wie er halt blockt. Zum Glück kann in diesem Spiel hier die Tiere nicht blocken. Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorn. Yay! Gnome haben, wie wir wissen, alle immer Gold und gebratenes Fleisch dabei. Sie haben wahrscheinlich dieses Feuer dazu benutzt. Unser Held wiederum braucht eine Pfanne. Ach, noch eine Ähnlichkeit zur Gothic-Serie. Unser Held hat natürlich keinen Namen. Deshalb werde ich ihn einfach als Held bezeichnen. Wobei man natürlich sagen sollte, dass der Name Held gewisserweise ja auch schon belegt ist durch den anderen Held. Also werde ich unseren Helden als Held 2 bezeichnen. Sein Name ist jetzt Held 2. Uah! Dieser Name wird erschallen. Er wird in allen Flugblättern stehen. Und auch in der Risen-Welt im Fernsehen kommen. Held 2 hat es mal wieder geschafft, namenlose Gnome in irgendeiner Höhle zu töten. Yay. Das Spiel ist ziemlich dunkel, das liegt daran, dass gerade Nacht ist. Wenn Tag ist, wird das Spiel heller. Seemannskiste. Sind da Seemänner drin? Nein, aber eine Hornmuschel. Ich mag Hornmuscheln, denn Hornmuscheln können Perlen enthalten und so ein Zeug. Nein, das stimmt gar nicht. Eine Flöte. Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Ich gehöre nicht dazu.
Ach ja. Nichts. Ich liebe die ganzen Beschreibungstexte zu den einzelnen Gegenständen. Und ich liebe es, Truhen zu öffnen. Zwei weitere Gründe, Risen zu mögen. Eine weitere? Oder habe ich die jetzt schon geöffnet? Nein, die habe ich nicht geöffnet. Hätte ich sie jetzt nicht geöffnet, hätte ich mal wieder auf den Deckel bekommen. So, apropos auf den Deckel bekommen. Ich glaube, hier wartet nun gleich ein etwas schwierigerer Gegner auf uns. Moment mal, da ist ein Goldbeutel. Ist mir nie aufgefallen. Was ist da drin? Vermutlich Gold. Ist da was? Nein. Goldmünze. Es war zwingend erforderlich, diese einzelne Goldmünze aufzusammeln. Und ein Dietrich. Dietriche sind relativ viel wert in diesem Spiel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich nicht genug hatte mal. Und deshalb sind sie jetzt allgemein relativ viel wert, weil ich irgendwann mal nicht genug davon hatte. So, wir haben soweit alles optional hier erledigt und ich würde sagen, wir holen mal kurz unser Date ab. Unser schönes Date, das dort am Strand noch auf uns wartet und meint, sie müsste nicht mitkämpfen, weil das kann ja ich tun und bin ja sowieso Held 2, ich bin ja sowieso awesome. Wow, hallo hungriger Wolf. Verkaufst du Häute und Felle von hungrigen Jägern? Oder was ist los mit dir? Was machst du denn so in deiner Freizeit? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Ah nein, ich weiß, wo wir rauskommen. Uah. Worte, die man vor seiner Geburt nicht sagen sollte. Da ist aber nichts mehr. Nein. So, auf zur Alten. Wie hieß denn ihr Name nochmal? Sarah. Wie hieß denn ihr Name nochmal? Risen. Das Let's Play in dem Namen Namen haben. Fraktale Namensgebung halt. Speichern. Hallo. Komm mit. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Ich führe dich zur Küche. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Ja, das, was sich hinten im Wald bewegt hat, das war ich, als ich diesen Wolf getötet habe, vermutlich. So, sie folgt... Was? Du bist doch gespawnt, hungriger Seegeier. Was fällt dir ein, einfach zu spawnen? Aber der Schrei 2. Yay, wir sind schon Level 2. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja, dieses Spiel ist einfach... Es ist einfach nur großartig. Die erste Person, auf die wir treffen, ist eine Frau, die dringend eine Küche sucht. Das erinnert auch so ein bisschen an die Gothic-Serie. Dort war es ja auch nicht wirklich anders dargestellt. Naja. Hier waren wir eben schon. Aber das stimmt natürlich schon. Heilung wäre im Moment ziemlich cool. Ich habe zwar Heilkräuter dabei, aber Fleisch ist auf den ersten Leveln besser zur Heilung geeignet, weil es nicht... Siehst du die Fackel? Ja! Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln... Hallo! Werden wir bestimmt die... Hallo, ich werde ange... Och nee! Du schaffst es! Ja, ruf mir noch zu, du schaffst es! Ich schaffe es bestimmt nicht, wenn du die ganze Zeit nur labern willst. Boah! Sarah! Ich könnte ja jetzt sagen, warte hier und mich dann nie wieder blicken lassen. Das wäre wahrscheinlich das Sicherere für uns beide. Wenn es so weitergeht, haue ich sie gleich persönlich um. Heilpflanzen. Genau, wo war ich? Ja, die will ich noch nicht benutzen, weil die Sachen hier nicht prozentual heilen. Das heißt, je größer dein Lebenspool wird, umso behinderter wird es, dich mit rohem Fleisch zu heilen. Anders gesagt, das wollen wir am Anfang des Spiels tun. Und später dann Heilpflanzen und dann Heiltränke. Außer wir machen aus den Pflanzen Tränke. Dann wird es verwirrend. Lasst uns die Alchemie am besten direkt sein lassen. Hallo junge Stachelratte, tschüss. Sie war doch noch so jung. Naja.
Sie war jung, sie ist immer noch jung, sie ist halt nur auch gleichzeitig tot. Zwei Eigenschaften, die nicht gut zueinander passen, wie ich finde. Eine Hütte, yay. Da gibt's auch bestimmt eine Küche. Sieh mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Weg. Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Ich glaube, im Haus steht kein Nazi. Also macht es irgendwie keinen Sinn, ins Haus zu gehen und nach dem Rechten zu sehen. Ach, es tut mir leid. Schlösser knacken verstehe ich nicht. Es tut mir so leid. Ja, hier ist ein Schlüssel, damit kann ich die Truhe öffnen. Außerdem, Grog, ein Bett, da könnten wir uns, glaube ich, hinlegen und eine Runde schlafen. Das ist doch ein super Plan. Lassen wir die Frau einfach mal vorne im Regen stehen und schlafen bis zum nächsten Morgen. Ein neuer Tag und nichts hat sich verändert. Aus dem Wasserfass können wir trinken, yay. Damit heilen wir uns, das bringt nur nichts, weil wir haben gerade geschlafen. Aber so ein schöner Schluck Wasser am Morgen ist doch immer gut. Die Truhe, genau. Hallo Truhe, welche Geheimnisse verbirgst du vor der Welt? Eine Pfanne. Der wertvollste Gegenstand. Was geht ab, Sarah? Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine verschlossene Truhe gefunden. Ohne den richtigen Schlüssel kriegen wir die nie auf. Es sei denn, du kannst Schlösser mit einem Dietrich öffnen. Ich konnte die Truhe öffnen. Ich konnte die Truhe im Haus öffnen. Nicht vorlesen. Sehr gut. Und? Was hast du gefunden? Ein bisschen Kram und eine Pfanne. Großartig! Damit kannst du dir jetzt am Lagerfeuer Fleisch braten. Yeah! Ach, so ein gebratenes Stück Fleisch wäre jetzt genau das Richtige. Ich sterbe vor Hunger. Okay, dann braten wir mal ein bisschen Fleisch. Was ich eben meinte mit dem Nicht-Vorlesen, ich habe diese komische Krankheit, dass ich, bevor ich auf den Dialog drücken muss, immer vorlese, was da steht, was im Spiel mit Sprachausgabe, aber ziemlicher Schwachsinn ist. So, das sieht doch schon lecker aus. Ja genau, Hähnchenkeul und der Brothering, der Brathering. Riecht schon mal nicht schlecht. Hier liegt auch nochmal rohes Fleisch. Warum liegt da rohes Fleisch? Da lag eben kein rohes Fleisch. Was ist das für eine Welt, in der rohe, fein geschnittene Fleischstücke auf dem Boden liegen? Und warum lebe ich nicht in dieser Welt? Hallo! Hier, hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Loscht. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Okay, wir müssen weiter ins Landesinnere. Nicht vorlesen! Wir müssen weiter ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Okay, ich komme wieder. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weiter ins Innere der Insel zu führen. Irgendwo da oben wirst du hoffentlich jemanden finden, der noch lebt. Wo auch immer sie den Kompass jetzt her hatte. Kapitel 1. Die verbotene Insel. Es ist verboten, also es ist cool. Uah. Geil, ich brenne. Ja. Das Wetter ist gerade irgendwie ziemlich beschissen. Letztes Mal war es nicht so schlecht. Keine Ahnung, was da los ist. Naja, so ist das ja meistens, wenn man gerade vorhat, irgendwohin aufzubrechen und man möchte ein bisschen spazieren und plötzlich verschwindet die Sonne einfach. Sie ist weg. Sie hört auf zu existieren. Und es kommt nur noch diese Brühe vom Himmel, die sich selbst Regen schimpft. Naja, hinter dem Baum hier war nichts, bis auf mich gerade eben. Ist das der falsche Weg? Nein, es ist der richtige. Ob ihr wirklich richtig geht, seht ihr, wenn sich der Wolf umdreht. Tschüss. Das war mein Tschüss an die Welt gerade. Tschüss, Wolf. Tschüss, Marco. Seine letzten Worte waren Tschüss, Marco. Meine letzten Worte waren... Mal gucken, ob man hier hingehen kann. Das kann man offenbar nicht. Wir haben Fackeln. Ich könnte eine Fackel anzünden und dann ist das alles schon viel, viel cooler. Weil man was sehen kann. Oh nein, ein Blutfleck.
Tja, keine Ahnung, wie der Blutfleck da hinkommt. Aber Sarah meint, das Haus wäre sicher. Lassen wir sie erstmal hier. Habe nichts dagegen, wirklich nicht. Mana-Pilz. Ob die Mana-Pilze wohl sowas wie der Ersatz für meine Dunkelpilze werden? Man weiß es nicht. Aber ein Gürger erwartet uns. Ein hungriger Seegeier, meine ich. Ja. Seegeier. Dieses Wort ist verwirrend zu lesen. Mana-Wurzel. Yay. Danke für dein Fleisch, lieber Seegeier. Also wir suchen nach so einer Art Zivilisation. Haben wir eigentlich eine Karte? Nein, die haben wir natürlich noch nicht. Die finden wir erst noch. Ich liebe das an den Piranha-Bytes-Spielen. Wie man selbst Sachen wie die Karte halt erstmal suchen muss. Ist hier was? Nein. Ihr seht schon, das wird ein Let's Play mit sehr viel Entdeckerdrang. Und mit sehr viel verschwindenden Bäumen. Uah! Und ich mag die Kampfmusik. So völlig random kam diese Aussage jetzt aus dem Nichts. Ein bisschen weiter gehen wir in der ersten Folge noch, würde ich sagen. Reiselust. Reiselust ist nämlich super. Das sind Pflanzen, die bringen 10 EP, wenn man sie frisst. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass man daraus irgendeinen Trank machen kann, der nochmal mehr EP bringt. Sicher bin ich mir nicht. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt noch nicht zu mir nehmen. Oh mein Gott, mein PC geht in die Knie. Denn er sieht eine Ruine, die so aussieht wie mein Gehäuse. Wir sehen uns gleich wieder. Was hat es wohl mit diesem komischen Gebäude auf sich? So, wieder da. Da ist diese komische Ruine. Ich bin ein komischer Typ. Das passt wie die Faust aufs Auge oder wie das Pfund aufs Maul, um es mal in der Ingame-Sprache zu sagen. Diese Grabmotte findet meine Sprüche sehr unlustig und möchte mich auf der Stelle töten. Gehen wir mal rein. Mal sehen, was da drinnen so Schönes gibt. Das ist der Moment, wo ich eine Fackel anzünde. Schade, dass ich die von eben einfach weggeworfen habe. Das war irgendwie sinnlos. Naja. La 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 la. Oh nein! Ja, beim ersten Mal habe ich mich hier voll erschrocken. Man kommt auch direkt in diesen schönen Kampf gegen die Grabmotte. Grabmotten, mit denen ist nicht zu spaßen. Zumindest jetzt noch nicht. Später kann man den Partyhüter aufziehen und so. Aber jetzt im Moment sind die richtig gefährlich. Ja, yeah, wir haben einen Erfolg. Das tapfere Schneiderlein. 10 EP gibt es dafür. Weiß gar nicht, was das jetzt für ein Erfolg war. Kann man das eigentlich irgendwo nachsehen? Ich werde mich mal informieren. Naja, auf jeden Fall ist hier, glaube ich, irgendwo... Ich glaube, hier ist irgendwo ein Hebel. Erstmal diese zweite Truhe observieren. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Hebel. Danke. Als ich das erste Spiel gespielt habe. Was? Nein. Als ich das erste Mal... Ich habe das allererste Spiel gespielt. Nein. Als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, ist mir hier die absolute Dämlichkeit passiert. Ich wollte dann wieder raus und bin nochmal auf diese verdammte Bodenplattform. Dann war ich schon genervt und weil ich so genervt war, bin ich beim nächsten Versuch nochmal durch diese Bodenplattform gefallen. Und ab diesem Moment wusste ich, Risen, ich liebe dich. Naja. Sowas ähnliches zumindest. Ich habe gerade Kreaturen gehört, aber hier sind gerade keine. Goldmünzen, yay! Schwache magische Heilung. Es ist immer schön, in der Welt herumzulaufen und man findet überall irgendetwas, wofür sich die Suche gelohnt hat. Außer dort. Da ist nur ein Baum. Und lacht mich schelmisch aus. Goldmünzen. Ein weiteres Schild. Ein Grabstein. So enden wir alle mal. Ja, irgendwann sind wir alle nur noch ein Kreuz auf einem Steinhaufen. So enden wir alle mal. Bei uns sollte es aber noch nicht so weit sein. Zumindest wäre es sehr schade, wenn ich in der ersten Folge sterbe. Wie kommt das denn bei den Nachbarn an? Hallo junge Stachelratte. Wie wär's, wenn du jetzt erstmal stirbst? Die Stachelratte jetzt so, och nee, jetzt muss ich das Spiel neu laden. Aber ich hab doch keine SSD. Ich weiß doch gar nicht, was das für mich bedeutet, das Spiel neu zu laden. Ich einfach so, hahaha.
Ja, hier ist nichts Cooles. Folgen wir mal weiter dem. Die Sprunganimation ist grandios, oder? Diese Graziosität. Diese Perfektion im Detail. Uah! Die Grabmotten arbeiten mit den Entwicklern zusammen und finden es nicht lustig, dass ich mich über die Sprunganimation lustig mache. Orni! Orni! Nein, nicht sterben, nicht... Lampe! Es ist nichts passiert, ihr habt nichts gesehen. Sagt das bloß keinem weiter. Erzählt das nicht weiter. Ich kann nichts dafür. Das ist zwar erblich bedingt, dieser Tod. Das ist erblich bei mir. Ich hab da keine Verantwortung für. Jetzt wird's besser, oder? Dieses Mal schaffen wir es. Och nee! Warte mal, Konzentration. Ich muss mit so Voodoo-Zauber... Ach nee, falscher Teil. Eigentlich kann ich das jetzt schon neu laden. Ja. Ich verspreche euch, ich werde jetzt nicht sterben. Eine Spruchrolle kann jeder benutzen. Bis auf Legastheniker. Das gilt für Let's Player natürlich auch. Eine Spruchrolle kann ja jeder benutzen. Die Sprüche aus dem Nähkästchen zaubern ist ein wenig schwieriger. Ich mache mein Commentary immer mit Runen, ja? Gebratenes Fleisch. Gebratenes Fleisch wird den Tag retten, Leute, ich sag's euch. Dieses gebratene Fleisch ist das Leckerste, was ich in den letzten 5 Sekunden gegessen habe, auf jeden Fall. So, och Mann. Ich dachte, ich könnte sie austricksen. Direkt draufstürmen. Wie sie halt immer antäuschen. Antäuschen. So, das lief doch schon mal um einiges. Besser, Hopfen und Malz und Korn sind noch nicht verloren. Die Flinte wurde nicht ins Korn geworfen. Ist hier eigentlich noch was? Sieht fast so aus. Hier hat doch irgendjemand verwunschene Steuerbescheide versteckt. Nein, hier ist nichts. Da ist das Kreuz, zu dem wir uns verwandeln werden irgendwann. Hatte der Held doch mal recht. Held 2, du hattest recht, wir enden alle so. So, weiter. Wenn ich jetzt noch auswendig wüsste, wie es weitergeht, ach, da oben. Okay. Ah, ein Keiler. Tja, jetzt gibt's erstmal Keiler-Keile. Keiler-Keile! Guckt mal, es gibt Keiler-Keile. Ja, Keiler, das ist irgendwie... Also ein Fluch von Piranha Bytes. Keiler sind... sei es jetzt Gothic 3, sei es Risen, sei es Gothic 2. Wildschweine und Keiler sind immer stärker als die bösen Götter höchstpersönlich. Das ist das oberste Ende der Nahrungskette aus irgendeinem Grund. Wie auch immer das zustande kommt, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass dieser Keiler jetzt von mir mal was zu hören bekommt. Haben wir gespeichert? Oh ja, natürlich. Vor Keiler-Keile muss man immer speichern. Ist einer der Tipps im Hauptmenü bestimmt. Im Ladebildschirm. Keiler, komm her. Hab Zeit für dich. Zeit für Dümmer. Ist einer meiner Zaubersprüche, von denen ich eben sprach. Och nee. Nee. Wir kriegen doch diesen Keiler tot. Keiler tot ist eine der Hauptsterbensgründe in diesem Spiel. Ich werde jetzt mit Taktik, perfektem Timing und grandiosem Fingerspitzengefühl in diesen Kampf gehen. Nein, das kann ich nicht bringen. Nicht gegen den. Ich muss das Kampfsystem noch ein bisschen perfektionieren. Also mein eigenes Kampf. Hoppa! Nun. Wie er noch lacht? Ja, okay.
Also offenbar sind wir für diesen Keiler noch nicht ganz stark genug, aber ich sag's dir, Keiler, ich komme wieder. Ich komme wieder. Und dann gibt's volles Pfund aufs Maul. Ich komme wieder mit Level 100 und einem Schwert, das zweimal so hoch ist wie ich selbst. Und dann gibt es volles Pfund aufs Maul für dich. Mal schauen, was es mit diesem komischen anderen Haus so auf sich hat. Hallo, Haus. Hallo, Marco. Ja, ich bin ja auch so doof. Ich hätte aus dem Wasserfass trinken können. Naja, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Bank, ein bisschen Geld abholen und wir sehen uns im nächsten Part von meinem Let's Play zu Risen. Bis dahin, ciao, sagt Ciao Held 2. So Leute, das war die erste Folge Risen. Ein bisschen stürmisch, ein bisschen ungestüm. Ich muss mich erst wieder an das Spiel gewöhnen. Und wie das so aussieht, seht ihr in der nächsten Folge, in der wir dann auch mal einige mehr Leute treffen werden und neue Locations finden. Bis dahin, ciao!